Ja, und wieder ist eine Woche rum und ja, an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der Familie Song. Und ja, Lifuet hat hier noch ein Vulkanprojekt vor sich, hier aus dem Fach Chemie. Hat wohl gerade vor, Fernsehen zu gucken. Alles klar, wie sieht es hier aus? Das hat sie schon angefangen, wo noch hier noch ein Riesenbeck Wäsche ist, hat sie wohl jetzt mittlerweile weggeräumt. Sehr gut, alles klar. So, dann lassen wir sie mal das Projekt fertig machen. Okay. Nee. Was ist los? Ach, ich habe die falsche Person angeklickt. Ha, Dumpfbacke. So, beginnen schlampig zu arbeiten. Mit Tablet schlampig arbeiten. Mach mal schnell fertig hier. Mach mal zack, zack. Mach mal schnell fertig. Hokus pokus, ja. Ah, sie hat auch keine Lust zu. Mach mal hin, da. So. Es gibt Essen. Oh, sie hat noch keinen richtig Hunger, also da können wir noch warten. Bla bla bla. Gut. Erzählt gerade gerne. Oh, Verantwortung plus, das geht eigentlich gar nicht. Also sie möchte wohl den Müll rausgebracht haben, aber sie hat keine Lust zu, oder? Er redet von Paketdienst. Panzer? Klar hätte sie gerne einen Panzer. Ich denke mal, da hätte sie noch mehr Umfug machen können. Ach, die ist so genervt. Was ist denn mit Lilos? Schauen wir kurz mal Lilos. Ist er bei Lilos? Ach, puff. Ja, ja. Warum ist sie jetzt so genervt? Kannst du helfen? Projekt helfen. Helf mal mit. So. Denn das ist eine nette Mutter. Keine nette Tochter, aber eine nette Mutter. So. Die wahnsinnig viel Geduld haben muss. So. Oh, Hunger hat sie. Oh. Genau, mit der Mühe gibt es, da kannst du auch viel Geld verdienen mit sowas. Ja, hat sie keinen Bock mehr? Was ist denn da los? Ah, schlammige Arbeiten, geh weg. Bett nicht gegessen. Denk jemand ans Essen. Das ist nur dick. So. Ja, das werde ich machen. Die Mutter hat mehr Spaß dran als sie. Oh, ein Licht ist hier wohl aufgegangen, oder? Nö, kein Bock drauf. Ich würde lieber mit Knetmasse spielen. Alles klar, komm mal ran hier. So, ich muss dir feststellen, bei Aufnahmen bin ich doch ziemlich leise. Aber ich mag nicht reinschreien. Das ganze Publikum drumherum würde mich ja hier hören. Ja. So, ich bin halt nicht in einem schallgedämmten Raum. Halt nur im Wohnzimmer. Und ich. Oh, puff, fertig. Hey, und was ist los? Chemische Reaktion starten. Wir starten die chemische Reaktion. So. So. Muss aber nur mit platzieren. So. Wegpacken. So. Was haben wir denn zu essen hier? Ist noch was zu essen da? Nö. Vielleicht ein bisschen Essen da. Reste nehmen, Reste hier, komm. Gib mir den ersten. Empathie, gut, alles klar. Da hat sich die Mutter erstmal eine Abfuhr gegeben. Nettes Kind. So. Was hat die denn vor? Wäsche in den Trockner trocknen. Okay, das kannst du ja gleich nach dem Essen machen. Augenblick, kann sie das machen? Ausräumen und Wäsche bringt zu. Kann sie nicht machen. Dann muss der Trockner wahrscheinlich leer sein. Nee, sie kann das noch nicht machen. Ausräumen und Wäsche absetzen. Das kann sie machen, ja. Und dann kann sie nichts weitermachen. Heute soll sie erstmal essen. Toilette muss sie auch. Huh? Ist gerade besetzt. Bis sie dann soweit ist, ist sie dann auch fertig. So. Okay. Wir müssen ja noch ein bisschen Umfug machen, ne? Huch. So. Mal sehen, welche Nachbarn wir jetzt belästigen können. Sehen wir zu, dass du fertig wärst mit Essen. Das dauert noch lange. Okay. Beeilen wir uns mal ein bisschen. So. Lala.
Hat sie. Hä? Was macht sie? Wo ist sie? Hier ist sie nicht. Wo ist sie denn hin? Wird draußen irgendwo? Hä? Wo ist sie denn hin? Ah ja, klar, ich spiele hier Kasperle-Theater. Hier. Theater ausführen für? Einladen zu sehen. Achso. Okay. Man spielt ja gerade. Hat ja gerade Spaß. Ja, natürlich, klar. So. Und die nächsten. Okay, es geht immer um Bäume und Fesseln. Alles klar. Schön haben wir es dann auf. Ich muss noch Hausaufgaben machen, ne? Hausaufgaben machen. So. Was? Das ist falsch. Sehr nett. Genau. Wo macht ihr die Hausaufgaben? Ach ja, da drin. Stimmt, ja, da drin muss er die Hausaufgaben machen. Ne, sie hat doch keinen Schreibtisch. Hier habe ich doch hier den Schreibtisch. Die haben gar keinen Schreibtisch, okay? Die haben gar keinen Schreibtisch. Dann was kann man sie mal machen? Dann brauchst du ihn dafür. Beschleunigen wir mal, ne? Beschleunigung, Turbo. Oh, jetzt ist es schon wieder spät. So. Hausaufgaben fertig. So. Und eigentlich kann sie ja nochmal hier ein bisschen. Ne, hier nicht. Nicht der Bade schlafen. Hier, im Flur hier. Jo, Chaosveranstaltung, komm mal mit. Nicht schlafen. Hallo? Die ist so müde schon, ne? Ach komm, 50%. Kannst du auch mal eben schnell Chaos veranstalten. Komm mal hier. Das macht Spaß. Ach, bei der Nacht hat sie ihre Öhrchen nicht. Hm, muss ich nur einstellen, dass sie bei der Nacht Klamotten auch die Öhrchen hat. So. Genau, es geht los hier. Hm. Jetzt hat sie zu was. Okay. Hat da jemand zu Besuch? Der schreit doch einer rum hier, oder? Hallo? Ah, die geht schon wieder. Okay. Laufen die Schlafklamotten rum. Hm. So. Die geht. Kommt dann auch wieder zurück? Hm? Da wartet. Das ist nicht der Vampir. Mein Strohbein. Ich glaube, das ist der Vampir. Lalalala. Den hat sie ja das Weißblut geärgert. Da kommt tatsächlich. Das ist der Vampir, ja, tatsächlich. Laufen die aneinander vorbei. Hat gut geklappt. Was machen die denn da? Oh Mann. Wollen die verarschen? Ein bisschen Spaß, so. Hm. Kriegen die es hier noch hin? Ich meine, Kommunikation auf so weiter Distanz. Das ist immer noch böse. Das ist immer noch böse. Ne? Konfigurieren. So. Zum Akt. Oh, wir haben gleich wieder zu Ende. Oh, komm. Oh, ein Vampir zum Freund haben wäre auch nicht schlecht, ne? Aber das ist schwierig, das jetzt wieder umzukehren. Ja. Was ist das? Ah. Aktion, was haben wir da? Da können wir nichts machen. Hm, sind wir freundlich? Ich weiß es noch gar nicht. Wir kennenlernen. Komm, wir kennenlernen erstmal. Hm. Mal, geht wieder runter. Hm? Ich finde es ganz lustig. Also, wir werden uns einen Vampir als Freund halten. Ne? So, das ist eine gute Idee.
Hause weiß uns nicht. Wann diese Geschichten erzählen, versuchen wir mal auf. Na? Angst vor Vampire zu geben? Nein, wir haben auf Popkultur beziehen. Nein. Bitten abzuhängen? Oh, bitten abzuhängen. Okay. Abzuhängen. Okay. Das wird wahrscheinlich klappen, weil er mies drauf ist noch. Mehr Auswahl. Über die Schule reden. Freundlich. Mehr Auswahl. Was haben wir dann noch? Über Lieblingstiere. Über Interessen reden. Okay. Das dauert ein bisschen zu lange, glaube ich. Freundlich. Er geht wieder. Na gut, wir müssen ins Bett. Er geht. Wo geht er? Oder geht er rein? Nein, er geht, ne? Ne, er geht rein. Okay. So. Das sieht gut aus hier. Svenja, was ist der denn? Normale Vampire essen doch nichts aus dem Kühlschrank. Der räumt auf. Oh Gott, was ist das für ein Vampir? Der macht mir jetzt Angst. Also, die Vampire sind böse und die helfen mir im Haushalt nicht. Warum machst du das, Junge? Bist du überhaupt ein Junge? Du bist ja ein Mädchen-Vampir. Es geht ja wieder. Oh gut. Ja, also, also unsere nächste Mission wird das sein, ihn dann doch zu überzeugen. Er geht jetzt Puppentheater spielen. Okay. Kann die zusehen? Die kann ja nicht zusehen. Wäsche machen. So. Wir haben genug geschlafen. Aha. Dann ein Puppentheater ansehen. Beide mal. Hätte ich auch eine Idee gewesen, mit Vampiren in der Familie aufzubauen. Aber nö. Ich finde es interessant, Vampire kennenzulernen. Okay. Ja, da haben wir unsere Zeit wieder sinnlos rumgekriegt, glaube ich. Ne? Das war es schon wieder. Das war schon wieder 15 Minuten, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen. Ja. Beenden wir es hier erstmal. Alles klar, habt euch wohl. Bis demnächst. Ja, in einer Woche wieder, ne? Schauen wir mal gucken, wie es dann mit dem Vampir weitergeht. Das werden wir auch an dieser Stelle weitermachen, weil ich beende die Aufnahme hier und starte natürlich dann auch gleich die neue, ne? Ist ja wohl klar. So, alles klar, bis dann, habt euch wohl. Euer Jockel. Ciao.